Hallo Leute, heute ist der 30.07.2020. Es ist 8:21 Uhr. Ich liege schon eine ganze Weile im Bett, aber ich musste den Laptop updaten. Heute war Kl Sonja da. Es war ganz lustig. Wir waren zwar nicht draußen. Es war extrem heiß draußen. Aber es war drinnen auch schön. Wir haben Nägel gemacht. Meine Mutter hat einen Primer gesucht von mir, aber auch nicht gefunden. Wir haben ihn auch nicht gefunden. Und einen ziemlich teuren Primer. Ich weiß nicht, wo ich den hingetan habe, aber naja, er wird schon wieder auftauchen. Sonja, was lustig. Ich war ziemlich müde, weil ich Vormittag bei Christoph war und schon um 9 aufstehen musste. Ich bin auch, wie ich um 9 aufgestanden bin, sicher noch mal 20 Minuten in den Rollstuhl eingeschlafen und hab vor mich hingedöst und hab auch in der Rettung geschlafen. Und aber das Gespräch mit Christoph war ganz nett und sehr erfrischend. Wir haben heute keine Probleme gewählt, sondern über Belangloses geredet oder fast Belangloses. Hat mir wieder mal gut getan zu reden. Auch wenn ich keine ernsthaften Probleme angeschnitten habe, aber ich habe ihm erzählt, dass ich Claudia gekündigt habe. Mit Ende September. Also Anfang September. Und er hat gesagt, das war eine gute Entscheidung. Und hat mich daran bestätigt. Und über seine Wohlfühlaktion haben wir gesprochen, wo ich auch dazu aufgefordert habe. Da haben auch viele Deutsche mitgemacht. Die ist jetzt ausgelaufen. Ob da von Deutschland von Psychologenverband für systemische Familienpsychologie nochmal etwas gemacht wird, wissen wir noch nicht. Da ist im Oktober die Ausscheid für einen Wettbewerb. Da hat Christoph dieses Konzept auch eingereicht. Und über das haben wir gesprochen und sonst ist eigentlich alles beim Alten. Mir geht's ganz okay. Ich habe nur ziemliche Gelenkschmerzen. Keine Ahnung warum. Und bin sehr müde. Und freue mich schon aufs Abschalten. Das Sound, das ihr hört, ist von meinem Laptop. Der überhitzt gerade etwas, weil er vorher geupdatet hat. Und ja, mir geht's so ganz okay. Etwas Stimmungsschwankungen. Aber nicht zu krass. Gestern habe ich mit Magenproblemen gehabt. Hätte mich fast übergeben und wegen dem Mittagessen hat mich ganz schön gebeutelt, weil mir dann sehr schlecht war und ich Durchfall hatte und so. Aber heute geht's schon wieder. Und stimmungsmäßig geht's auch so halbwegs. Freue mich schon auf Kerstin. Aber das dauert noch über 7 Tage. 8 Tage. Und ja, mehr gibt's eigentlich nicht. Ich wünsche euch jetzt einen schönen Abend. Ciao, macht's gut. Arenas.